You are not prepared. Hallo liebe Leute, Shyami hier und willkommen zu meinen Top 5 Krieger Transmog Sets. Das letzte Mal hatten wir das schon für den Paladin und ihr habt euch als nächstes den Krieger gewünscht und genau das gibt's jetzt. Und hier kommen wir gleich zu Nummer 5 oder Platz Nummer 5 und das ist das Drachenseele LFR Set für den Krieger. Und das könnt ihr natürlich nach wie vor erwerben, dazu müsst ihr nur zur Höhle der Zeit reisen und vor dem Eingang zur Drachenseele befindet sich ein NPC, den könnt ihr einfach ansprechen und dann könnt ihr einfach allein dort in die LFR-Variante und da könnt ihr einmal pro Woche reingehen. Passend dazu haben wir hier den Fury Vari Hidden Skin, zwar mit der violetten Farbe oben, aber ich finde das persönlich irgendwie den geilsten von denen und die goldenen Klingen passen sehr geil dazu. Platz Nummer 4 ist das Set des Totengräbers. Leider gibt es nicht mehr alle Teile davon zu holen, denn dieses Set ist eigentlich aus dem originalen Scholo, also der Instanz in den westlichen Pestländern auf dem See. Und die Schultern daraus sind aus der Schwarzfelstiefe, wenn ich mich nicht irre, vom Steinelementar, dazu eine Ingenieurskunstbrille. Und die zwei Waffen am Rücken, beziehungsweise hier in der Hand, sind aus Aschran und können natürlich nach wie vor gegen Ehrenabzeichen erworben werden. Platz Nummer 3, was wir als nächstes haben, ist das Troll-Mog-Set. Das passt natürlich, wie gesagt, am besten zu einem Troll-Krieger. Und das ganze Set könnt ihr euch einfach gegen Gold beim Händler in Shadrad kaufen. Und zwar in der Mitte von Shadrad befindet sich ein Händler, da könnt ihr alle Teile einzeln einfach gegen Gold erwerben. Der Wappenrock hier passend dazu ist der Wappenrock der Valayar. Den könnt ihr einfach kaufen, sofern ihr den Banner Valayar ehrfürchtig seid in Legion. Und die Waffe, die Waffen, die wir hier angelegt haben, kommen von Ragnaros, glaube ich. Ragnaros aus dem geschmolzenen Kern, wenn ich mich nicht ganz irre. Dann kommen wir schon zu Platz Nummer 2. Und Platz Nummer 2 ist mehr oder weniger ein komplett zusammengewürfeltes Set, kann man fast sagen. Und zwar die Schultern und die Stiefel sind aus der Drachenseele, aus der heroischen Variante. Dann haben wir noch die Hose und die Handschuhe sind, glaube ich, die Handschuhe des unbändigen Gladiatoren. Die Brust ist wieder aus Emerald Nightmare momentan. Und der Gürtel kommt aus AQ40 von den Zwillingsimperatoren. Und die Waffe könnt ihr in Dalaran in der Kanalisation erwerben. Da könnt ihr einfach wieder gegen Ehrenabzeichen, also im alten Dalaran, diese Waffe einfach kaufen. Und dann kommen wir zu meinem derzeitigen Platz Nummer 1. Und das ist fast ein Fullset, kann man sagen. Ich mag einfach diese komplett dunklen oder fast schwarzen Komplett-Sets, die meistens noch so einen Mundschutz vorne haben. Ich finde das ziemlich geil irgendwie. Und das ist das Set des hasserfüllten Gladiators. Das kann man einerseits im alten Dalaran gegen Gold kaufen. Man kann es alternativ auch gegen Ehrenabzeichen kaufen. Die Hose ist aus ICC-10, die Stiefel sind aus Naxxramas, wenn ich mich nicht irre. Und auch die zwei Waffen hier in dem Fall wieder sind die Schwerter des unbändigen Gladiatoren. Und die könnt ihr wieder gegen Ehrenabzeichen auch im alten Dalaran erwerben. Und das war's auch schon mit meinen Top 5 Krieger Transmog Sets. Ich hoffe, dass es euch auf jeden Fall gefallen hat. Was sind denn so eure Top 5 Transmog-Sets für den Krieger oder generell für verschiedene Klassen? Schreibt es mir doch in die Kommentare und schreibt mir auch in die Kommentare, welche Klasse ihr gerne als nächstes sehen möchtet. Ansonsten bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.